Herr Muck, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte hier vorne Platz. Sie wissen, dass Sie als Zeuge natürlich die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Zu Ihren Personalien. Sie heißen Martin Muck, 18 Jahre alt. Sie wohnen in Merzach. Sie sind ledig, Auszubildender zum Konditor. Nicht verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten. Ja, ja, passt alles. Kann ich gleich mal direkt was fragen? Was denn? Wenn ich jetzt was anderes sage, als wie ich es bei der Polizei ausgesagt habe, ist das okay? Haben Sie bei der Polizei denn nicht die Wahrheit gesagt? Ja, doch schon, klar. Ja, und was genau meinen Sie denn jetzt? Ja, ich habe jetzt so ein paar Sachen abgeklärt und abgecheckt und jetzt ist alles halt alles ein bisschen anders. Ja, dann erzählen Sie mal. Ja, also ich erzähle jetzt, wie es wirklich war. Ich habe nicht gesehen, wie sie mit dem Karren in die Schließfächer gefahren ist. Aber als ich dann den Krach gehört habe, bin ich sofort hingerannt und habe ich gesehen, wie sie aus dem weißen Lieferwagen gestiegen ist. Aha. Aber ich kann jetzt nicht erkennen, wie das jetzt von Ihrer Aussage bei der Polizei sich unterscheiden würde. Ja, weil ich es ja auch wirklich so erlebt habe. Aber was jetzt anders ist, ist, dass ich weiß, warum sie den Wagen in die Schließfächer gefahren hat. Also wir gehen davon aus, dass sie wütend war, weil ihr Freund mit ihr Schluss gemacht hat. Nee. Ja. Aber es ging eigentlich darum, dass sie die Oberdrogendealerin vom GAPA werden wollte. Nein! Aber das ist doch, bitte. Doch, richtig, Drogen. Sie vercheckt sie. Ich lasse meine Tochter nicht von jedem schlecht machen. Vielleicht erzählen Sie mal einfach, wie Sie auf diese Behauptung überhaupt kommen. Ja, also an dem Abend, als es da gekracht hat, habe ich bei ihr Ecstasy gekauft. Aber nachher hat sich herausgestellt, dass es nur Antihistamine waren. Jetzt Moment mal ganz langsam, dass das nicht so schnell geht. Ich belehre Sie jetzt mal 55 StPO. Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie vielleicht selbst belasten könnten. Aber erzählen Sie mal von Anfang an jetzt bitte. Das war eigentlich der Anfang, aber ich kann noch von weiter vorne anfangen, wenn Sie möchten. Ja, bitte, tun Sie sich keinen Zwang an. Ja, also ich habe halt so Freunde und die schmeißen halt hin und wieder mal eine Pille und die haben mir halt schon häufiger gesagt, dass das an und für sich ganz cool ist. Und da habe ich gedacht, das könnte ich doch auch mal ausprobieren. Ecstasy, ja, und das finden Sie cool. Schwindelgefühle, erhöhte Herzfrequenz, Erhöhung der Körpertemperatur, Schlaflosigkeit, Schweißausbrüche, Übelkeit und so weiter und so fort. Das finden Sie cool. Ja, ich jetzt vielleicht nicht, aber meine Freunde, soll ich weitererzählen? Ja, bitte. Also, ich habe halt schon lange darüber nachgedacht, wegen meinen Freunden halt, ob ich da nicht auch mal das nehmen soll. Und deswegen bin ich eine ganze Zeit auf dem GAPA-Gelände rumgelaufen, um einen Dealer zu suchen, der vertrauenswürdig aussieht. Weil, wer weiß, was die einem verkaufen, diese Dealer. Den kann man ja eigentlich kaum trauen. Nachher hat man da irgendwie gepresstes Waschpulver oder so. Und deswegen habe ich halt nach einem gesucht, der vertrauenswürdig aussieht und bei dem ich mir nicht so dumm vorkomme, wenn ich ihn frage, ob er was verkauft. Und wie kommt da jetzt die Angeklagte ins Spiel? Ja, die habe ich dann halt irgendwann gefunden und gedacht, die sieht aus wie eine Dealerin, die mich nicht gleich über den Tisch ziehen würde. Und dann bin ich halt hingegangen und habe bei ihr zwei Pillen Ecstasy für 50 Euro gekauft. Und das war am 18. Juli? Ja. Nein! So um 11 rum war das ungefähr, kurz bevor es da gekracht hat. Sie sagten, das Zeug, das sei ein Antihistaminer gewesen. Ja, vor circa einer Woche, würde ich jetzt mal schätzen, war ein Freund halt bei mir und wir haben uns dann vorgenommen, diese Pillen endlich zu nehmen. Und als er das dann halt eingeschmissen hat, meinte er, das ist überhaupt gar kein Ecstasy, sondern dass sich nur sein Heuschnupfen etwas besser anfühlt. Und deswegen ist er halt drauf gekommen, dass das irgendwas sein muss, was man gegen Allergien nimmt. Wobei, ja, stimmt das, was der Herr Muck uns da gerade erzählt hat? Nein, ich kenne den gar nicht. Bap, natürlich stimmt das! Kommen Sie meiner Tochter nicht zu. Ich werde sicherlich nicht hier zulassen, dass jeder behaupten kann, was er will. Vorbei, ich werde ihn gerichtlich belangen. Sie reden bitte nicht rein, ja? Also, gut, Herr Muck, dann wissen wir das jetzt mal alle. Jetzt haben wir gehört, wie das abgelaufen sein soll, aber was das mit dem Wagen da in den Schließfächern zu tun hat, das haben Sie uns noch nicht erzählt. Ja, kurz vor dem es halt gekracht hat, bin ich an den Schließfächern vorbei und da stand da so ein ominöser Typ irgendwie, total auffällig halt. Und mein Freund hat mir erzählt, als wir die beiden Pillen geschluckt haben, dass das wohl der Drogendealer vom GAPA im Moment ist. Der steht da wohl immer davor und hat massig Zeug in seinen Schließfächern, damit er das nicht mit sich rumtragen muss. Und Sie meinen jetzt was genau? Ja, dass sie den überfahren wollte. Die wollte den umlegen. Ist doch ganz klar. Neue Drogendealerin kommt. Der alte Drogendealer kriegt das mit und will natürlich sie umlegen. Und nur sie wollte ihm zuvorkommen. Das war alles echt nicht so. Also ich muss sagen, das klingt ja jetzt alles ziemlich wild, aber es könnte schon sein. Frau Staatsanwältin, was ist denn jetzt mit Ihnen los? Also in den Schließfächern wurden keine Drogen gefunden. Hier irgendwelche Übernahmetheorien. Und da steigen Sie gleich mit drauf ein.
Ja gut, aber genauso wie all die Tequila-Flaschen plötzlich und spurlos verschwunden sind, da kann ja auch jemand die anderen Sachen kurzerhand aus dem Wagen genommen haben. Denn man konnte sich ja an drei Fingern abzählen, dass die Polizei innerhalb kürzester Zeit am Ort Tatort sein würde. Ja. Und ich meine, immerhin erzählt uns Herr Muck hier das alles, obwohl er ganz genau weiß, dass es strafrechtliche Konsequenzen für ihn haben wird. Also Herr Muck, die kommen hier mit einer Geschichte, die bin ich echt fassungslos. Sie meinen Sie mit den Konsequenzen, ich nicht. Nee, Moment, die Frau Staatsrätin meint schon Sie. Ich habe doch überhaupt nichts gemacht. Sie haben immerhin versucht, Ecstasy zu kaufen. Es war kein Ecstasy. Ja, Moment, darum geht es momentan gar nicht. Sie haben versucht, Drogen zu kaufen und der Versuch allein ist schon strafbar. Komm, mach mich nicht fertig, das kann doch nicht sein. Erst zocken Sie mich ab und ich krieg einen drauf. Boah, hätte ich das gewusst, hätte ich nichts gesagt. Eins noch, sagen Sie mal, kennen Sie eigentlich den Namen dieses angeblichen Schließfachdealers? Nee, kenne ich nicht. Was wissen Sie denn noch von ihm? Mein Kumpel hat mir erzählt, dass manche den Murphy nennen. Keine Ahnung warum. Mhm. Murphy, der Name, der sagt mir was. Mit richtigen Namen heißt er Philipp Tucker und hat schon einige Verurteilungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Dann sollten wir doch mit diesem Philipp Tucker mal sprechen, ja, würde ich sagen. Aber ich kenne den Typ doch gar nicht. Haben Sie denn eine vollständige aktuelle Adresse, Frau Staatsanwältin, von diesem Philipp Tucker? Ja, schreibe ich ihn rasch auf. Warten, ist die Hausnummer noch? Dann schauen wir mal, dass wir das direkt über die Bühne kriegen. Dankeschön. Darf ich das behalten? Ja. Also, da geht folgender Beschluss. Erstens, der Zeuge Philipp Tucker ist als Zeuge zu laden. Die Ladung ist durch die Polizei zuzustellen, mit der Bitte um unmittelbares Erscheinen. Zweitens, die Hauptverhandlung wird für 2 Stunden unterbrochen. Also, sollten wir den Herrn Tucker bis dahin nicht haben, dann müssen wir uns was Neues überlegen, ob wir nicht vielleicht dann vertagen. Ansonsten würden Sie das bitte direkt der Polizei geben, dass Sie versuchen, den direkt herzubringen. Ja, geht schon. Dankeschön. Also, da ist die Hauptverhandlung unterbrochen. Herr Seelow, bleiben Sie bitte noch mal da und helfen mir mit der Angeklagten. Das wäre sehr nett. Okay. Dankeschön. Was darf es denn noch sein? Das ist eine Festnahme. Ich erkläre Ihre Mandantin für vorläufig festgenommen. Ja, und haben wir auch einen Haftgrund? Aber selbstverständlich, Herr Kollege. Den dringenden Tatverdacht auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Verdunkelungsgefahr haben wir ebenfalls. Also, Frau Aber das ist doch nicht. Frau Bayer. Jetzt kommen Sie mal mit. Frau Bayer, Sie müssen sich nicht gehört, oder? Frau Bayer, es lässt sich nicht meine Tochter nicht mit Ihnen angehen. Das ist Widerspruch. Nein, Frau Bayer, machen Sie doch was. Jetzt lassen Sie mich mal in Ruhe. Und eine Hausdurchsuchung wird es auch noch geben bei Ihnen, Frau Bayer. Bitte, ich bleibe bei dir, ich bleibe hier. Okay, Mama. Ja, bitte. Sehr schön. Ich kann ja nicht viel machen. Aber das Handy haben die zum Glück nicht gefunden. Ich dachte schon, die lassen mich nie allein. Was machen wir denn jetzt? Wenn die den Typen holen, dann erkennt er uns und dann sind wir dran. Mensch, was soll ich denn jetzt machen? Pass auf, wir tun so, als ob alles ganz normal wäre. Du darfst auf keinen Fall weglaufen, hörst du? Du musst auf jeden Fall zurück in den Wagen kommen. Ja, aber der Typ. Vergiss den Typ. Ich sorge dafür, dass er nicht kommt, okay? Ja, und was soll ich machen? Du machst gar nichts. Komm nur auf jeden Fall zurück in den Saal, damit alles ganz normal aussieht. Okay. Denk nach. Denk nach. Ja, aber warum ich denn? Was habe ich denn jetzt mit der Sache zu tun? Das werden Sie erfahren, wenn Sie mit ins Gericht kommen. Ja, ich habe jetzt aber wirklich noch Besseres zu tun. Wir werden jetzt nicht mit Ihnen diskutieren. Ihr Name wurde genannt, und zwar in Verbindung mit Drogen, die Sie verkauft haben sollen. Herr Tucker, jetzt kommen Sie uns nicht zu. Nein, wirklich, ich habe nichts mit Drogen zu tun. Früher ja, aber heute noch nicht mehr. Herr Tucker, Sie haben noch sicherlich einen Anrufbeantworter. Lassen Sie den mal rangehen. Ja, okay. Aber den Fernseher darf ich noch ausstellen, oder? Okay. Ich meine, wegen der Stromverschwendung. Tucker, Anrufbeantworter, Piepton. Ja, jetzt eine Ansage. Auf geht's. Murphy, schnell, du musst verschwinden. Die Polizei kommt zu dir nach Hause. Schnell, schmeiß alle Drogen weg und verschwinde, bevor die zu dir kommen und dich ins Gericht holen. Ja, Tucker, was war denn das jetzt? Ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht, wer das war. Ja, sicher. Nein, im Ernst, ich weiß nicht, wer das war. Ja, dann haben sie doch nichts dagegen, wenn wir die mitnehmen. Du nur, was wir nicht lassen können, aber ich weiß wirklich nicht, wer das war. So, auf geht's. Ab, geh mal. Murphy, schnell, du musst verschwinden, die Polizei kommt zu dir nach Hause. Schnell, schmeiß alle Drogen weg und verschwinde, bevor die zu dir kommen und dich ins Gericht holen.
Das ist ja in der Tat interessant. Herzlichen Dank. Das klingt mir schon sehr nach der Stimme von Victoria Bayer. Wir können doch hier an dem Telefon sicherlich nachprüfen, von welcher Telefonnummer der Anruf gekommen ist. Oh. Die Nummer hier, die kommt mir allerdings bekannt vor. Herr Verteidiger, schauen Sie mal. Wieso ich? Was habe ich damit zu tun? Und schauen Sie sich mal die Nummer an. Das ist meine Nummer. Ihre Nummer? Junge Dame, was ist das denn für eine Geschichte? Wo ist denn Ihr Handy? Und Fanny, wo ist mein Handy? Gibt's da irgendwie eine Erklärung schon mal? Ich rufe die Nummer einfach mal an. Also ich hab's nicht. Ich wähle die Nummer gerade im Moment. Ja. Es klingelt doch. Junge Frau, gibt's eine Erklärung? Victoria. Frau Bayer, wieso wollten Sie den Philipp Tacker geklaut? Ich denke jedenfalls, dass wir geklärt hätten, ob die Angeklagte Kontakt zu Drogendealern hatte. Dann unterhalten wir uns doch jetzt mal mit diesem jungen Mann, dessen Telefon das hier ist. Der Zeuge Philipp Tacker, bitte. Herr Tacker, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte hier vorne Platz. Ich muss Sie direkt belehren, dass Sie als Zeuge hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Und ich belehre Sie auch, dass Sie auf Einzelfragen nicht antworten müssen, wenn Sie sich selbst belasten könnten. 55 StPO. Ja, also da sage ich Ihnen auch gleich was zu. Und zwar, ich sage nichts zu irgendwelchen Drogengeschichten. Ich meine, ich weiß, da gehen Gerüchte über mich rum, aber damit habe ich nichts zu tun. Gar nichts. Gut, eins nach dem anderen. Erstmal zu Ihrem Personal. Sie heißen Philipp Tacker, 25 Jahre alt. Sie wohnen in Merzach. Ledig, Sie sind arbeitsloser Feinmechaniker. Sie sind nicht verwandt oder verschwägert mit Victoria Bayer. Stimmt. Also vielleicht darf ich noch mal darauf zurückkommen, was Herr Tacker gerade gesagt hat. Ja, also, dass er nichts mit Drogen zu tun hat, ist natürlich geringfügig untertrieben, wenn man sich die Verurteilungen anschaut, die er bereits bekommen hat wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Ja, ich weiß, das war früher mal so. Das war der alte Murphy. Aber jetzt bin ich reborn, verstehen Sie? Ich bin der neue Murphy. Und der neue Murphy, der kennt nicht mal mehr irgendwen, der irgendwas mit Drogen zu tun hat. Kennen ist ein gutes Stichwort. Wie sieht's mit der Angeklagten aus? Kennen Sie die? Ja, die habe ich schon mal gesehen. Also, die stand mal bei mir vor der Tür und wollte Drogen kaufen. Können Sie noch sagen, wann das war? Puh, ja, es war irgendwann an einem Samstag, Mitte Juli oder so. Der 18. vielleicht? Ja, das kann hinkommen, der 18. Genau, da stand die vormittags bei mir vor der Tür und hat mir irgendwas erzählt von dem Supermarkt, in dem die neben der Schule arbeitet und von irgendeinem Arbeitskollegen, der wird angeblich Drogen von mir verkaufen. Ist natürlich nichts dran, aber die wollten mir ja nicht glauben. Naja, und jedenfalls meint sie dann zu mir, dass sie auch 20 E's kaufen will, weil die jetzt auch wohl irgendwelche Kunden an der Hand hat. Und, haben Sie ihr Drogen gegeben? Natürlich nicht, ich habe ja auch keine mehr. Das habe ich dir dann auch erzählt und dann hat sie sich auch wieder verzogen. Sie sind also nicht ins Geschäft gekommen? Warum hat die Angeklagte dann bitte schön versucht, sie zu überfahren? Wieso, das hat die doch gar nicht. Warum haben Sie sich dann nicht als gut neugeborener Murphy bei der Polizei als Zeuge gemeldet, nachdem der Wagen von Herrn Salzl in diese Schließfächer gerast ist? Ja, wieso soll ich mich als Zeuge melden, wenn ich davon überhaupt gar nichts mitbekommen habe? Ich war gar nicht da. An dem Abend des 18. Juli in dem Gaudiamus-Park? Nein, da war ich nicht. Solche Atmosphären, das sind nichts für mich. Ich meine, da hängen so Leute rum, so Drogendealer und sowas. Das ist nichts für den neuen Murphy. Also irgendwie passt da was nicht zusammen. Frau Kustermann, noch mal an Sie die Belehrung. Sie müssen ja die Wahrheit sagen, sich selbst nicht belasten. Vielleicht können Sie da Licht ins Dunkel bringen. Warum denn ich? Weil Sie so auffallend nervös sind. Und ich frage mich, warum wohl? Ich bin überhaupt nicht nervös. Ganz normal halt. Machen wir es doch mal anders. Was glauben Sie, wird heute passieren, wenn Ihre Freundin hier verurteilt wird? Ich weiß es nicht. Ich werde mir alle Menschen vorknöpfen, die heute vor Gericht hier ausgesagt haben, dass sie nicht Sie in dem Wagen gesehen haben. Denn eine Falschaussage vor Gericht ist kein Spaß, Frau Kustermann. Aber es war doch alles ganz anders. Wie war es denn anders? Wie anders? Vicky wollte niemand überfahren. Sie wollte mir nur helfen. Er sollte mich nur loslassen. Also jetzt mal einen Moment. Halt mal das eine fest. Habe ich das richtig verstanden? Sie saß doch am Steuer. Sie hat den Wagen gefahren. Sie wusste doch nicht, was sie machen soll. Vicky hat unbedingt Geld gebraucht für ihre Miete. Was heißt für eine Miete? Wohnen Sie nicht mehr bei Ihren Eltern vorbei? Was hat denn die Wohnung von Vicky damit zu tun? Na, Sie haben doch gesagt, dass Vicky die Wohnung nur bekommt, wenn sie die Miete ganz alleine bezahlen kann. Und das hat sie ja auch versucht, aber es hat eben nicht gereicht. Aber warum hast du uns denn nichts gesagt, Vicky? Wir hätten dir doch geholfen. Also Moment, die hat doch nebenbei Geld verdient, oder? Im Supermarkt, wenn ich es richtig verstanden habe, das hat nicht gereicht.
Ja, und der Vermieter hat eben gesagt, dass er zu Frau Bayer geht, wenn sie die Miete nicht bezahlen kann. Aber jetzt mal, Frau Bayer, wollen Sie uns das nicht alles selber erzählen? Musste sie ihr vorhin nie erzählen? Na gut. Frau Kustermann, dann erzählen Sie doch mal. Was wollt sie denn deswegen unternehmen? Sie wusste eben nicht, was sie machen soll. Und dann sind diese zwei Typen in den Supermarkt gekommen. Was für Typen? Zwei so Männer eben. Die haben gesagt, dass sie bei einem Arbeitskollegen von Vicky immer Ecstasy kaufen. Und der war aber gerade nicht da. Und dann haben sie eben Vicky gefragt, ob sie ihnen das besorgen kann. Und ist ihr Freundin darauf eingegangen? Naja, sie hat gedacht, dass sie vielleicht so genügend Geld für die Miete zusammenkriegt. Stimmt's denn, dass ihre Freundin, dass die Victoria zu dem Herrn Tucker gegangen ist, so wie er das gerade geschildert hat? Ich bin mitgegangen, zur Sicherheit. Das haben Sie ja gerade gehört. Er hat gesagt, er habe ihr nichts verkauft. Das stimmt aber nicht. Hey. Er hat ihr 20 Tabletten gegeben und er wollte dafür 300 Euro haben. Das war das letzte Geld, das Vicky noch hatte. Und dann ist alles schiefgegangen. Inwiefern schiefgegangen? Vicky hat sich mit diesen Stammkunden von ihrem Arbeitskollegen getroffen. In irgendeiner Kneipe waren die da, um ihnen eben die Pillen zu geben. Und auf einmal waren diese Typen ganz komisch und Vicky hatte einfach Angst, dass es Polizisten sind. Und sie hat die Tabletten die Toilette heruntergespült und denen halt gesagt, dass sie ihnen doch nichts verkaufen kann. Und wie ist es dann weitergegangen? Na, Vicky wusste eben nicht, was sie jetzt machen soll. Sie hatte keine Tabletten mehr und kein Geld. Und dann hat sie sich gedacht, dass sie vielleicht einfach ihre Allergietabletten nehmen könnte, weil die ja so ähnlich aussahen wie die Ecstasy-Tabletten. Und sie hat gedacht, dass sie dann das Geld wieder von Murphy zurückbekommt. Und er hat ihr ja auch abgenommen, dass es wirklich seine Tabletten sind und hat ihr wenigstens 200 Euro wiedergegeben. Er hat die Tabletten zurückgenommen? Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich, weil Vicky so harmlos aussieht. Und sie hat ihm gesagt, dass die Typen die Tabletten doch nicht wollten. Und 100 Euro hat er ja auch noch behalten. Ich habe überhaupt nichts. Heute mit Ihnen redet gerade gar niemand. Frau Kustermann, und wie ist es denn dann dazu gekommen, dass der Herr Muck offensichtlich Antihistamine, also ein Heuschnupfenmittel, gekauft hat? Naja, Vicky hat sich gedacht, wenn es nicht mal ein Dealer merkt, dass es gar kein Ecstasy ist, dann wird so ein normaler Junge auch nicht merken. Und der hat eben so rumgeschaut, als würde er was wollen. Und da hat Vicky ihn halt angesprochen und hat so wenigstens wieder 50 von den 100 Euro bekommen, die der Murphy behalten hat. Und wie ist es dann zu der Geschichte mit den Schließfächern gekommen? Das war alles nur, weil Vicky mir helfen wollte. Ja, aber warum musste sie ihnen denn helfen? Weil der Murphy doch noch drauf gekommen ist, dass er gar nicht sein Ecstasy zurückbekommen hat. Das war so. Vicky wollte noch mal mit Burkhard reden, um ihn zu fragen, ob er nicht doch Geld für die Miete leihen kann. Und ich wollte einfach nicht dabei stehen oder daneben stehen, wenn die beiden miteinander reden. Und habe dann vor der Gasse gewartet, wo auch das Auto von Burkhard stand. Und dann hat er mich dort irgendwie gesehen und ist zu mir gelaufen und hat mich festgehalten. Ich habe Lynn schreien gehört. Ich dachte echt, er bringt sie jetzt um. Deswegen bin ich dann in Burkhards Auto gesprungen und losgefahren. Ich wollte, dass Lynn zu mir ins Auto springt, aber er hat sie ja nicht losgelassen. Ja, und warum sind Sie in die Schließfächer reingefahren? Das war keine Absicht. Ich wollte bremsen, aber ich bin überhaupt nicht richtig in die Pedale gekommen, weil Burkhard ist doch viel größer als ich. Ich habe es wirklich versucht, aber irgendwann hat es dann gekracht. Ach so, zum Gas sind Sie schon runtergekommen, aber zur Bremse nicht. Was hat denn Herr Tucker da gemacht? Er hat mich losgelassen und ist zu den Schließfächern gelaufen. Ich dachte schon, dass er Vicky jetzt was tun will, aber er hat gar nicht mehr zu ihr hingeschaut. Er hat wohl schnell seine Waren herausgeholt, oder? Vicky, wieso hast du uns denn nichts gesagt? Wir hätten dir doch geholfen. Wir wussten doch, dass es schwer für dich werden wird, für die Schule lernen und für die Wohnung arbeiten. Ich dachte, ihr seid wütend auf mich. Naja, das klingt schon so, als hätten sie mit ihrer Mutter auch reden können. Ich wollte halt zeigen, dass ich es allein kann. Tut mir leid wegen der Party und wegen dem Auto. Ja, das haben sie super hinbekommen. Hat noch jemand Fragen an Herrn Tucker? Keine Fragen, danke. An die Frau Kustermann auch nicht. Bleiben ganz beide unvereidigt. So, nehmen Sie ihn mal bitte nach hinten. Ja, dann kommen wir zum Bericht der Jugendgerichtshilfe. Frau Achenbach, bitte. Ich habe Vicky als freundliche und höfliche junge Frau kennengelernt, die in geordneten Familienverhältnissen aufgewachsen ist. Der Erziehungsstil ihrer Eltern ist sicherlich zum Teil sehr streng, aber durchweg darauf aufgebaut, sie zu einer selbstständig denkenden Person werden zu lassen. Vicky hat sich allerdings selbst noch nicht wirklich gefunden. Die Tatsache, dass sie sich lieber einer Odyssee aussetzt, als mit ihren Eltern über ihre finanziellen Probleme zu reden, zeugt davon. Und genau daran lässt sich für mich auch erkennen, dass bei Vicky noch zu berücksichtigende Reifeverzögerungen vorliegen und sie einem Jugendlichen gleichzusetzen ist. Ich bin davon überzeugt, dass sich eine derartige Tat
nicht wiederholen wird bei Vicky. Ja, danke, Frau Achenbach. Oder gibt es dazu irgendwelche weiteren Anmerkungen? Oder keine, danke. Ja, darf ich auch noch mal was sagen? Also das mit den Drogen hier, das ist alles nur gelogen. Ich habe hier niemanden Ecstasy verkauft. Nur damit das mal klar ist. Das können Sie im eigenen Verfahren dann erklären. Ja. Also, sonst noch weitere Fragen oder Anträge? Wir haben noch einen Bundeszentralregisterauszug und einen Erziehungsregisterauszug ohne Eintrag. Stellen wir hiermit noch fest, wird verlesen. Und keine weiteren Anträge, dann schließe ich die Beweisaufnahme. Frau Staatsanwältin, bitte. Herr Vorsitzender, Herr Verteidiger, die Angeklagte dachte, dass sie sich alleine eine Wohnung finanzieren könnte. Und um sich und ihren Eltern nicht die Wahrheit eingestehen zu müssen, hat sie gelogen, betrogen, ihre Freundin in Gefahr gebracht, mit echten und unechten Drogen rumhantiert und Sachen beschädigt. Sauber. Ein Meisterbeispiel dafür, wie aus einer kleinen Lüge ein riesen Lügengestrick werden kann. Ne? Bezüglich der Sachbestätigung und dem unbefugten Gebrauch eines Fahrzeugs, welche ja hier heute Gegenstand des Verfahrens sind, könnte man sich natürlich die Frage stellen, ob diese gerechtfertigt waren, dadurch, dass die Angeklagte unter Umständen den Wunsch hatte, ihrer Freundin ja zu helfen. Und da komme ich ganz klar zu dem Ergebnis, nein. Erstens, weil sie nämlich selber diese Gefahrensituation für ihre Freundin heraufbeschworen und provoziert hat. Gut, da könnte man dann vielleicht noch sagen, da hat ihr der Vorsatz gefehlt, ja? Aber dann gibt es noch einen zweiten Aspekt. Hier auf den guten alten Murphy mit einem Fahrzeug loszufahren, war mit Sicherheit nicht das geringste und mildeste Mittel, dass der Angeklagte in dieser Situation geblieben ist. Ja, sie hätte ja auch die Polizei rufen oder sonst Hilfe holen können. So, sodass ich auf jeden Fall zu einer Strafe komme. Wobei die jetzt heute nicht so die großartige Rolle spielen wird. Viel interessanter wird das andere Verfahren werden wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und den Betrug. Ich beantrage daher die Angeklagte zu 20 Stunden in einer gemeinnützigen Einrichtung zu verurteilen. Vielen Dank. Danke, Frau Staatsanwältin. Herr Verteidiger, bitte. Das Gericht, Frau Staatsanwältin, werte Anwesende, selbstverständlich geht es hier heute wirklich nur um die Tat am 18. vor den Schließfächern, als meine Mandantin das Fahrzeug benutzt hat. Sie hat das Fahrzeug aber benutzt, um ihre Freundin zu retten. Es ist als Notwehr, letztendlich ist damit die Sachbeschädigung und auch das unbefugte Benutzen des Fahrzeuges gerechtfertigt. Es stand ein höheres Rechtsgut, nämlich die körperliche Unversehrtheit, dagegen. Und letztendlich kann man meiner Mandantin, glaube ich, auch abnehmen, dass sie den Herrn Tacker nicht umbringen wollte. Sie ist überhaupt nicht der Mensch dafür, das sehen wir hier und heute. Und die Jugendgerichtshilfe hat sich auch dazu schon eingelassen. Letztendlich haben wir durch den Rechtfertigungsgrund heute hier meine Mandantin freizusprechen. Vielen Dank. Danke, Herr Verteidiger. Ja, Frau Bayer, Sie haben beide Anträge gehört. Sie können jetzt selbst noch was sagen. Sie haben das letzte Wort. Nur, dass ich ein total schlechtes Gewissen habe wegen dem Ganzen. Auch, weil ich Sie angelogen habe. Dann verkündigt das Urteil nach einer kurzen Unterbrechung. Ich verkünde im Namen des Volkes folgendes Urteil. Die Angeklagte Viktoria Bayer ist schuldig des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeuges, § 248 klein b Absatz 1 und Absatz 3 Strafgesetzbuch. Sie wird deshalb zu 20 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Von der Auferlegung der Verfahrenskosten wird abgesehen. Nehmen Sie bitte Platz. Das Beste, was Sie heute gesagt haben, war Ihr Schlusssatz. Ich habe ein schlechtes Gewissen, das müssen Sie nämlich auch haben. Sie haben vor allem das Auto benutzt, ohne zu fragen. Sie haben das Auto und Schließfächer beschädigt, über 10.000 Euro Schaden. Und das Ganze war natürlich nicht durch Nothilfe gedeckt. Mag ja sein, dass da ein gegenwärtiger Angriff auf Ihre Freundin Lynn vorlag. Sie haben gesagt, ich habe gedacht, der bringt sie um. Also dafür habe ich jetzt überhaupt keine Anzeichen erkennen können. Das haben Sie mal einfach so dahingesagt. Aber selbst wenn ein Angriff vorlag, dann war das, was Sie gemacht haben, doch keinesfalls ein geeignetes und verhältnismäßiges Mittel, um den Angriff abzuwenden. Was wollten Sie denn mit dem Auto überhaupt? Hm? Macht doch gar keinen Sinn, wenn Sie sagen, ich wollte sie einsteigen lassen. Also, wenn sie hätte einsteigen können, dann hätte sie der Herr Tacker ja doch nicht richtig in seinen Fängen gehabt. Dann hätte sie ja auch einfach von selbst davonlaufen können. Macht keinen Sinn. Sinn gemacht hätte, zu rufen, um Hilfe zu rufen, vielleicht die Polizei zu rufen. Aber schon klar, dass sie das in dem Moment nicht wollten. Also, das war sinnlos und unverhältnismäßig und deswegen nicht durch Nothilfe gedeckt. Beim Beschädigen des Fahrzeuges, da habe ich jetzt einfach zu Ihren Gunsten angenommen, es klingt zwar nicht so arg glaubwürdig, aber ich kann es nicht widerlegen, dass es tatsächlich ein Versehen war, dass Sie tatsächlich nicht zum Pedal gekommen sind oder abgerutscht sind. Und eine fahrlässige Sachbeschädigung ist nun mal nicht strafbar. Das heißt aber nicht, dass Sie all den Schaden ersetzen werden müssen. Das ist ja wohl klar. Das Ganze fällt allerdings gar nicht so sehr ins Gewicht, deswegen nur 20 Stunden gemeinnützige Arbeit im Vergleich zu dem, was noch auf Sie zukommt. Zweimal Betäubungsmittelhandel und zweimal Betrug. Erstmal haben Sie dem Herrn Muck was verkauft, auch wenn das nur ein Heuschnupfenmittel war. Auch das ist schon strafbar, wenn man Stoffe verkauft,
die nur den Anschein erwecken, Betäubungsmittel zu sein. Und damit haben sie ihn eigentlich betrogen, weil er nicht das bekommen hat, was er wollte. Und dann haben sie wohl auch den beiden anderen noch was verkaufen wollen. Dazu ist es vielleicht nicht gekommen, weil sie es in die Toilette gespült haben. Aber der Handel ist schon damit erfüllt, dass sie überhaupt was ankaufen, um es weiter zu verkaufen. Und da haben sie dann am Ende auch noch den Herrn Tacker betrogen. Nicht, dass ich mit den beiden Betrogenen Mitleid hätte, aber das ist einfach ein Zeichen für ihre kriminelle Energie, wie weit sie da gegangen sind. Also da wird noch einiges auf sie zukommen. Erstmal gegen das heutige Urteil können allerdings beide Seiten noch innerhalb einer Woche Berufung oder Revision einlegen. Tja, Frau Bayer, es ist natürlich schon wichtig, dass man seine Kinder zum selbstständigen Handeln erzieht. Allerdings macht es schon Sinn, auch immer noch ein Auge drauf zu werfen, nicht dass aus dem selbstständigen Handeln letzten Endes ein selbstständiger Handel mit Betäubungsmitteln wird. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Philipp Tacker, ich erkläre Sie für vorläufig festgenommen wegen des dringenden Tatverdachtes auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Verdunkelungsgefahr besteht ebenfalls. Sie kennen das Prozedere ja schon. Führen Sie den Mann bitte ab. Ja. Viktoria Bayer wurde in einem weiteren Verfahren wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln bzw. Surrogaten in zwei Fällen und Betrugs in zwei Fällen unter Einbeziehung des heutigen Urteils zu einer Woche Jugendarrest verurteilt. Lynn Kustermann wurde wegen Beihilfe zum unerlaubten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln und uneidlicher Falschaussage zu 20 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Philipp Tacker wurde wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und versuchter Nötigung zu einer Freiheitsstrafe von 8 Monaten verurteilt. Martin Muck wurde wegen versuchten Erwerbs von Betäubungsmitteln zu 8 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt.